Moin Moin, Servus und Hallo, hier ist euer Gerhard mit Bauch. Willkommen zur zweiten Folge des Bus-Simulator 21. Ja, kurzer Rückblick: In der ersten Folge haben wir das Tutorial absolviert, in dem es darum ging, die grundlegendsten Sachen auszuprobieren. Darin bin ich auch diesen schönen MAN gefahren. Ich durfte entscheiden zwischen einem Setra, einem Mercedes und einem MAN. Als Braunschweiger habe ich mich für einen MAN entschieden, ist ja logisch. Davon einmal ab haben wir eine Route gefahren, das war eine Spezialfahrt. Darin haben wir gelernt, was tun, wenn. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut doch nochmal rein, sehr interessant. Viel zu sehen gab es allerdings noch nicht, die grundlegendsten Neuelemente kommen jetzt erst noch. Wir sind jetzt gerade bei unserer ersten Hauptmission und ihr seht, fahre auf der vorbereiteten Route, steige in den Bus, interagiere mit dem Fahrer und warte auf Mira. Und dann geht es auch schon los. Wir sind hier bei unserem Busdepot. Hier werden dann halt alle meine Busse eingelagert, die ich dann bald kaufe. Hier hinter haben wir die neue Karte Angel Shore. Alles, was ihr wissen müsst, wie gesagt, in der ersten Folge, auch sogar in den ersten Minuten, habe ich einige Details erzählt, wie das Gestalten des Charakters hier, ihr seht. Bei 15.000 Kombinationen wird es auch selbst mit den Passanten nicht unbedingt zu viele Gleichnisse geben. So. Willst du fahren oder kontrollierst du nur die Fahrkarten? Oh, ich könnte auch gerne die Fahrkarten kontrollieren, wäre auch kein Thema. Aber ich will ja lieber fahren. Klar, nur zu. Das Steuer eines Busses zu übernehmen, gehört zu den Privilegien eines Busunternehmers. Diese Route verbindet die beiden Stadtteile Highlander Park und St. Anthony. Fahren wir sie mal ab. Und vergiss nicht, was du gestern gelernt hast. Sei pünktlich und, wie meine Oma immer gesagt hat, Sicherheit geht vor. Hab ein Auge auf die Fußgänger und auf den Verkehr. Was? Welche Fußgänger? Oh, das war schon unsere erste Bushaltestelle. Ah! Okay, so, jetzt nochmal einen kleinen Sprung und den Cut. Ich hatte eigentlich nur jetzt neu geladen, bevor ich den kleinen Cut reingebaut habe. Wir befinden uns immer noch in derselben Mission, also wenn das Spiel einmal speichert. Jetzt aber Contenance. So, also. Wenn das Spiel erstmal einmal speichert oder wenn man in den Hauptmenü oder ins Hauptmenü geht, dann speichert er nochmal automatisch. Und da kann man nicht zurückspulen. Also getan ist es getan. Ich habe einfach nicht auf das Icon geachtet bei meinem GPS. Und bin dadurch halt an meiner Position vorbeigeschleppert. Das sollte mir jetzt hier nicht passieren. Ich bin hier allerdings ziemlich zu spät. Macht einen sehr guten Eindruck. Hi. Aber natürlich. Ich bin letzte Woche über die Hummingbird-Rampe gefahren. Ich muss die Rampe ausfahren. Moment. So, jetzt kann ich aufmachen und die Rampe ausfahren. Ich glaube, wir sind in der Matrix. Ich gehe mit meiner Familie nach Sonnstein in den Urlaub. Ja, die Aussicht dort ist unglaublich und ich kann es kaum erwarten. Okay, läuft soweit. Verdammt viel So, er lässt mich raus. Dankeschön.
gerne am Fenster und den Vögeln draußen zu. Jetzt habe ich gerade woanders drauf geachtet, verdammt. Ach, C ist Fahrerkabine verlassen, okay. Gut, das war jetzt das sehr schlecht. Das Busunternehmen wurde von der Stadtverwaltung dicht gemacht, weil sie sich nicht an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst haben. Ich bin mir sicher, dass unser Streckennetz der Stadt gerecht werden wird und wir das Vertrauen der Leute gewinnen. Deswegen stehen überall in der Stadt alte Bushaltestellen. Manche könnten vielleicht einen frischen Anstrich gebrauchen, aber sie sind ein toller Anfang. Ich habe nämlich gerade den Tempomaten gesucht, aber den muss ich wahrscheinlich nochmal machen. So, davon ist die 4, aber jetzt halt sehr schön. Okay, dann machen wir die Rampe. Hi. Eine Fahrkarte, bitte. Mhm. Oh, Seniorenticket, aber sehr gerne noch. Einmal, das 28 zurück. So, den Fahrgast habe ich zwar schon gehört gehabt, dass der laut ist, aber hab da jetzt, weiß jetzt nicht mehr, wer das ist. Na, was denn jetzt? Was ist dein Problem? Fahr ran da. Geht doch. Nein. Oh Mann. Natürlich den Blinker wollte ich haben. Eine schöne Ecke hier. War der Meinung, ich hätte den Blinker rausgemacht. Okay. Ich hab da was gehört. Hier, bitte. Oh, Augenblick. Da. Hier, bitte. Ja, klar. Ja? Moment. Ah, hier. Wo hab ich denn? Ah, hier, bitte. Okay, ich hab doch gerade was Verdächtiges gehört gehabt. Da dachte ich, okay. So. Okay.
Ich habe so viel mit Kyle von All Directions gemeinsam. Ich bin aus West Oakwood, Baby. Bitte fahren Sie hier die Rampe für mich aus. Ja, kleinen Moment. So. Gestern habe ich so ein Obst probiert. Jackfrucht? Nein, Jackfrucht. Schmeckt wie eine Mischung aus Banane, Ananas, Mango und Melone. Könnte man einen Einfrucht-Smoothie ausmachen. An. Der erste Zahltag ist gekommen. Wenn wir unsere Routen weiterhin bedienen und unseren Fahrgästen den besten Service bieten, entlohnt uns die Stadt regelmäßig. Ich habe eine Idee, wie wir unseren ersten Zahltag verbringen. Park den Bus und komm, ich habe eine Überraschung für dich. Oh, ich glaube, sie straf. Was? 4,25? Ja, gut. Obwohl geradeaus, Blicker gesetzt auf das Bremsen, Fahrgast nicht mitgenommen. Wo war das denn bitte? Ach ja, hier eins, wo ich es verpennt habe. Also sagen wir es mal so, die erste Route war natürlich nicht meine Glanzleistung. Absolut nicht meine Glanzleistung. Das geht auch schon besser. Aber wir haben ein bisschen Geld gekriegt. Und ja, die Leute sind schon mal ausgestiegen. Ich kann die Rampe wieder einfahren. Türen schließen. Was soll den Bus da hinstellen? Okay. Dann gucken wir uns das mal an. Und der eine Cockpit-Perspektive. Aus. Das ist einer der hiesigen Bushändler. Du kannst jederzeit herkommen, um Busse zu kaufen. Er hat immer die neuesten Modelle da. Vielleicht können wir rausfinden, wie er mal nicht rennt. Über diese Benutzeroberfläche siehst du, was er im Angebot hat. Übrigens, keine Sorge, mir hat jetzt keiner den Bus geklaut, sondern die KI übernimmt automatisch dann. Sobald ich aussteige und mich extrem weit vom Bus entferne, übernimmt die KI und fährt die Route, die ich gerade gefahren bin. Also, alles gut. Kein Carjacking hier. Ah, hier haben wir jetzt mal ein bisschen, sehen wir die Auswahl an Bussen, die es gibt. Gut, einige sind noch gesperrt aufgrund des Levels, beziehungsweise aufgrund des Preises. Alexander Dennis haben sie mit reingekriegt. Sehr geil. Ein richtig schöner großer Bluebird. Ist auch ganz, ganz schick, das Ding. Elektro. Hier überlegt man ja noch, oder beziehungsweise man überlegt nicht, aber es wird tatsächlich noch eine, eine Stromsäule geben für, wohl im Depot. Ist zwar nicht verbaut, aber es ist wohl in Planung. Ein schöner langer. Iveco, MAN sowieso, ganze Palette hier. Was ich nicht habe, ist logischerweise die Pre-Order irgendwas. Da gab es noch einen speziellen, den es irgendwie als Pre-Order noch gibt. Sind schöne Busse dabei. Scania. Ich glaube, das ist auch derjenige mit der Lenkachse hinten. Dreiachser mit Lenkachse. Sehr schönes Ding. 14,08 Meter. Das ist doch... Ne, der hat auch hinten eine Lenkachse. Ne, das sieht mir aus wie eine Starrachse. Anyway, Setra Volvo ist auch dabei. Auch Elektrik. Ja, das war's dann. Wie gesagt, 10 lizenzierte Firmen und 30. 10 Firmen und 30 lizenzierte Busse. So. Oh, Moment, wir können ja eine kurze Testfahrt machen, sehe ich gerade. Hoffe ich mal. So einen Elektrobus-Test fahren.
Nö. Glaube ich, geht nur, wenn ich mir einen Bus kaufe. Kaufe einen neuen Bus. Okay. Ja, was kaufen wir denn? Wäre ja eigentlich tatsächlich für die... für eine reine MAN-Flotte. Machen wir auch. Ich kaufe mir einen MAN. Die HOD haben wir vorhin nicht gesehen gehabt, weil meine Entscheidung ja relativ früh feststand. Und dann das übernehmen. Gefällt dir dieser Bus? Wenn du unentschlossen bist, such dir an der Station einen anderen aus. Wenn alles passt, fahr zur Ausfahrt, um dieses Modell zu kaufen. Klar, ab geht's. Keine Testfahrt machen. Kennen wir schon. Ja, okay. Gute Wahl. Das ist ein Superbus. Lass uns jetzt zur Lackiererei fahren. Unser Kollege Ted wartet schon dort. Genau, das machen wir doch. Langsam fahren, schnell lenken. Eine Weisheit eines Fahrlehrers, die ewig hält, auch beim LKW-Fahren. Oh, schöne Gegend hier. Wir haben unsere erste Mission ja absolviert. Wir werden aber wohl dann auch gleich in der Lackiererei dann unsere Fahrt beenden. Das ist eine schöne Ecke hier. Wow. Wer nicht will, der hat schon. Bis dann. So, und hier ist die Lackiererei. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Das ist Ted Kane. Er ist der Sprecher für wirtschaftliche Entwicklung hier in Angel Shores. Freut mich, dich kennenzulernen. Es ist gut, dass es in der Stadt wieder ein öffentliches Verkehrsnetz gibt. Das wirkt bereits wie ein richtiges Busunternehmen. Sorgen wir für den passenden Look. Höchste Eisenbahn, unsere Busse mit einem Logo zu versehen. Keine Sorge, die Lackiererei kann uns da weiterhelfen. So, den Part der Lackiererei machen wir jetzt noch schnell fertig und dann ist auch die nächste Folge 2 vorbei. Wir haben also unsere erste feste Route gefahren. Ja, mit einem kleinen Hindernis am Anfang. Jetzt wird gekriegt, das war nicht die beste Leistung von mir, eher sehr dilettant. Wie gesagt, ich habe den Bus Simulator 19 nur ein paar Stunden gespielt, aber die eigentlichen Grundbewegung bzw. die Grundsteuerung ist ja vorhanden und man tippt meistens nur noch gerne daneben. So, also wir können hier auch schön Lackierung wählen. Momentan allerdings nur dezent.
Aufkleber. Aufkleber. Aufkleber wild. Gut, da werden ja durch die Mod-Community Vollbeklebung. Da gibt es noch ein paar vorgefertigte. Und einige, die man noch freispielen, freikaufen kann. Kosten. Nein, ich gehe gar nicht. Werbung. Werbung ist auch vorhanden, aber ist noch gesperrt, weil wir uns... Oh, das ist zu teuer. Nein, nein. Also mein Aussehen, da finde ich eigentlich die Lackart ein bisschen... Weiß ich, finde ich nicht so optimal. Dann nehmen wir die Änderung für 1000. Fahrzeug in Blau. Ja, und damit heißt es Raub auf die Straße. Das ist die nächste Mission, die nächste Hauptmission des Spiels. Hier haben wir uns ganz kurz in der Lackiererei umguckt. Also es wird auch wieder Möglichkeit geben, die... Ja, Werbung zu schalten, Werbung zu fahren, eigene Lackierungen draufzupacken, verschiedene vorgefertigte, und natürlich ist auch die Community wieder gefragt. Mod-Support ist ja vorhanden, und wie beim Vorgänger auch, beim 19er ist es dann natürlich möglich, die Aufkleberwerbung von den Moddern zu implantieren und anzuwenden. Da freue ich mich schon ziemlich drauf, weil ich bereits beim 19er gesehen habe, wenige Wochen nach dem Release, da kamen richtig coole Sticker und Aufkleber und Lackierungen dazu. Das ist richtig genial. Wir haben momentan hier in der Folge, wie gesagt, ist noch vor Release. Hatte ich bereits in der ersten Folge schon erwähnt. Wir befinden uns noch vor dem Hauptrelease. Es könnte sein, dass nochmal ein Patch folgt, der noch ein paar einzelne Fehler behebt. Nach 5 Tage vor dem Release kann das natürlich auch noch sein. Ja, nichtsdestotrotz. Das waren schon mal die ersten Impressionen bis zur zweiten Hauptmission. Wir haben jetzt das Auto lackiert in dieser Folge. Mehr oder weniger meine erste richtige Mission absolviert. Mehr oder weniger schlecht. Ja, und haben uns jetzt gerade mal die Lackiererei ein bisschen angeguckt. Dann würde ich mal sagen, herzlichen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, natürlich gerne immer ein Abo hinterlassen. In diesem Sinne, herzlichen Dank, bleibt gesund, bis demnächst, euer Gamer mit Bauch, bye bye.